Weiter geht's. Ich habe jetzt mal den Game-Sound ein bisschen runtergeregelt. Ich hoffe, der ist jetzt leise genug und man versteht mich jetzt halbwegs anständig. Und ja, wir starten in den nächsten Akt. Das erste Kapitel des ersten Aktes, der Prolog, ist geschafft. Genau wie in den guten alten Zeiten. Ja, okay, also wenn wir den Gegnern in die Beine schießen, fallen sie um. Das ist ja schon mal toll. Und wir legen mal los. Hilf, hilf mir, bitte. Der Schmerz. Ishii, Gott sei Dank, du lebst. Gott ist irrelevant. Bitte, hilf mir, irgendwas geschieht. Hör mir zu, Ishii. Du wurdest bei dem Angriff verletzt. Doc musste dein Gehirn mit dem Bioprozessor des Roboters flicken. Du musst dich noch daran gewöhnen. Es ist wie eine Amputation. Ich helfe dir. Du willst mir helfen? Was geht mit dem? Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mir helfen könntest. Dein trunkener Rachedurst hat gerade unsere Crew getötet. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Tut dir leid? Ishii, hör mir zu. Überlass dem Bioprozessor nicht die Kontrolle. Das darfst du nicht zulassen. Ich werde dich töten, Gray. Kein logischer Grund spricht dagegen. Das ist eine Final Echo Instinktpeitsche. Ja. Schwein gehabt. Ja. Der Kommunikationskanal. Und öffne nun ihn. Schalt das Mikro ab. Wiederhole. Alle Final Echo Überlebenden Positionen melden. Nishka, hier ist Serrano. Ich bin am Leben. Hänge ja, aber Pussy auf einem verdammten Hoteldach fest. Jetzt beweg deinen hübschen Arsch. Einheimische sammeln sich hier. Und ich sitze in der Scheiße. Alle anderen Echo Überlebenden auf Tracker umschalten. Meine Position. Ich mache mich auf den Weg zum General. Serrano. Die Kakerlake lebt noch. Das ändert die Lage, Ishii. Selbst wenn du diesen Hurensohn nicht umbringen willst, werden seinetwegen bald Rettungsschiffe hier auftauchen. Berechne jetzt mal unsere Überlebenschance. Kannst du sie aufspüren? Ja, hab sie. Wir finden die kleine Folgen hier zu Serrano wir und... Wir brauchen den General, um hier wegzukommen. Ihn zu töten ist kontraproduktiv. Schlecht betont. Ich weiß ja, wie dringend du mir helfen willst. Klar, natürlich. Ich wollte ihn auch gar nicht töten. Wir finden ihn und bringen dich hier weg. Ich kenne ein paar Biotechniker, die dich wieder hinkriegen, Ishii. Ich schwöre es bei meiner Mutter. Wenn ich sterbe, stirbt auch deine letzte Hoffnung auf Erlösung. Vermutlich. Die Energiezelle des Kampfbots ist schwach. Wenn ich sie nicht in 30 Minuten auflade, bin ich tot. Diese Freaks, die uns angegriffen haben, südöstlich von hier ist eine große Gruppe. Da müssten Energiezellen sein. Dann folge ich dir. Ein letztes Mal. Okay, los jetzt. Metzeln. Ja, wow. Vorsichtig. In den Alter. Sind viele explosive Komponenten. Schon klar. Total bekloppt, wie schnell die rennen hier. Keine Angst, ich pass schon auf. Wie geht es dir? Sind die Schmerzen erträglich? Nein, sind sie nicht. Aber was soll ich machen? Ich muss sie trotzdem ertragen. Ich werde dich hier rausbringen, Ishii. Hast du eine Ahnung, was wir hier vor uns sehen, Ishii? Nein, aber sie stammt von der Konföderation. Der Kennzeichnung nach sind die Missionsprotokolle über ein Jahr alt. Du weißt also nur, dass Serrano hier irgendeine Scheiße vorhatte. Nicht wirklich viele Infos. Okay.
Skillshot-Datenbank. Ah. Konföderation würdig beeindruckende Skills als Skillshot. Kills als Skillshots. Drücke jetzt N, um die Skillshot-Datenbank abzurufen und alle Skillshots anzuzeigen, die möglich sind. Okay, machen wir doch glatt. Aha. Okay. Ja. Boah, das fasse ich nicht. Diese miese kleine Peitsche bewertet meine Leistung. Und sie wird gleich eine weitere Gelegenheit bekommen, den Effizienz zu messen. Wir werden angegriffen. Hat. Ach da. Ah, geil. Da hinten ran. Los. Das macht Spaß. Klar, die Punkte kann ich hier bei den komischen Dingern ausgeben. Versorgungsshop. Skillshot-Datenbank. Statistiken. Okay. Was haben wir denn hier? Magazin. Kapazitätsupgrade. Was ist das hier? Nichts verfügbar. Okay. Wo sehe ich denn, wie viel Magazin ich habe und wie viel Schuss? Ah, kaufen wir erstmal ein Kapazitätsupgrade. Ach, da 250 von 500. 350, okay. Ah, Entschuldigung. Ja. Irgendwie ein bisschen erkältet auf einmal. Grafik ist an sich gar nicht mal schlecht. Was geht ab? Ich will hier diese Dinger darüber treten. Kakteen, da war doch irgendwas mit dem Kaktus schießen. Treten. Fliegen Kaktus, ja. Um neue Skillshots anzufordern. Also man muss irgendwie immer die Skillshots freischalten oder wie?
Okay, töte Gegner, indem du Gegner in die Oberfläche trittst. Egal, einfach drauf los jetzt. Was? Wer schießt denn hier? Munition sammeln. Waffen, die rumliegen, mit der Peitsche ranziehen und so, das ist echt ganz geil. Halt durch, das Basislager ist direkt vor uns. Konföderationsbestände. Es ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Hier gibt es weit und breit keine Kolonien oder Konföderationstruppen. Okay. Ja, egal. Trotzdem draufmetzeln hier. Ah. Und tschüss. Ja, schon einfach nur Action hier. Juhu, Metzeln. Toll, da geht ja immer gar nichts. Da ist einer. Okay, was gibt's denn hier? Versorgungsshop. Ein paar Magazine kaufen. Okay, weiter. Ja, ist gut. Brauchst du nicht so die ganze Zeit um zu klingeln. Hauptsache drauf, immer drauf. Party! Wo sind sie denn alle hier? Ja, ja. Komm her. Komm her! Ja.
sehr schön. Ach ja. Was ist so ein schöner Sonntagnachmittag im Basiscamp des Gegners nicht angenehm und erfrischend? Macht doch Spaß. Mit geringer Strahlung verseucht. Wenn wir uns zu lange hier aufhalten, wird keiner von uns überleben. Oh, alles klar. In den guten alten Zeiten. Sorry, dass ich nicht in Nostalgie schwelge. Also ein bisschen Gas geben, oder was will er mir damit sagen? Okay. Rechte Maustaste festhalten. Okay. Ich habe den Komplex gescannt. Der einzige Ausweg führt nach unten. Vor uns sind Quartiere in einem Minenkomplex. Bist du für diese Art von Kampf bereit? Nein, bin ich nicht. Ich bin für nichts dergleichen bereit. Wir haben keine andere Wahl. Ja. Wo sind sie denn, die Gegner? Ja, fantastisch! Ich sehe keinen. Graffiti, geil. Graffiti ist super, gefällt mir. Au. Was ist denn das für ein Scheiß? Puh. Entspannt. Okay. Das war Kapitel 1. Weiter geht's dann im nächsten Video mit Kapitel 2.